So, hallihallo. Ich dachte, da ich jetzt heute mal ein bisschen Zeit habe, nutze ich das mal nochmal, um ein bisschen was zusammenzufassen, vielleicht über die ersten Tage. Also erstmal ist es natürlich einfach super krass. Es ist einfach nur geil, die ganze Natur. Und es ist sehr windig. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Ich habe mich extra hinter einem Baum versteckt hier gerade. So, sorry, nochmal. Also, ja, super coole Leute. Die Natur ist so unfassbar schön. Man denkt die ganze Zeit, entweder ich laufe hier gerade durch eine Jurassic Park Kulisse oder durch Disneyland oder keine Ahnung, whatsoever. Es ist auf jeden Fall sehr schön. Aber es ist auch echt anstrengend. Also, ich habe es echt auch unterschätzt, muss ich sagen. Also am Anfang doch so viele Höhenmeter. Es geht auf bis zu 6000 Fuß, also 2000 Meter hoch, irgendwie am dritten Tag oder vierten. Und ja, ich habe einfach das Gewicht des Gepäcks auch unterschätzt. Ich habe halt immer leer gepackt, aber Essen wiegt halt echt viel. Vor allem hatte ich wohl anscheinend auch viel zu viel. Ich esse immer noch nach 8 Tagen. Na, aus dem Wind. Nach 8 Tagen immer noch so viel vom Anfang da, was halt irgendwie total ballerballer ist. Ja, genau, das habe ich so ein bisschen unterschätzt, die Höhenmeter. Von daher bin ich jetzt in Warner Springs gerade, übrigens. Und bin ja etwas gestrandet, wollte eigentlich heute Abend wieder los, aber hab das jetzt doch verschoben, weil eine Blase am Fuß doch so tief und dick und eitrig und schön ist. Sorry. Guten Appetit. Dass ich doch sage, das muss nicht sein. Die braucht zumindest mal einen Tag Pause. Und hab sie jetzt ordentlich eingeweicht und bandagiert und antiseptisch drauf und weiß ich nicht so. Naja, von daher bin ich jetzt hier gestrandet. Aber das gibt mir immerhin Zeit, hier mal ein bisschen was reinzuquatschen. Genau. Ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt nicht zu häufig. Ich habe das Gefühl, ich rede die ganze Zeit das Gleiche. Schneide ich nachher weg. Ja, genau. Okay. Also erstmal waren ja 3 Tage Frodo und Scout. Zwei Trail Angels in San Diego. Die super cool. Einfach unfassbar, was die an Confidence da irgendwie, an Mut und Sicherheit sozusagen vermittelt haben. Und dann Wissen natürlich war echt super hilfreich. Ich hätte nicht gedacht, dass die ganzen 3 Tage so busy sein werde. Aber ja, war echt klasse. Und dann ging es auf den Trail am Sonntag und am 7. Und da ging es dann erstmal los mit Laufen. Schön langsam, wie ich geplant hatte. Dann am Ende aber doch 15 Meilen gemacht, was nach vorheriger Rechnung auch überhaupt kein Thema war. Ich war allerdings nach 10 ungefähr am Ende. Und von daher hätte ich da leider, also hätte ich stoppen sollen, hab ich nicht gemacht. Und seitdem sind die Füße halt mal besser, mal schlechter, aber belastet auf jeden Fall. Also durch das zu viel Gewicht und doch ein bisschen zu viele Kilometer und Höhenmeter, und es ist so sandig, so dusty. Das erzeugt natürlich auch ganz viel Reibung. Und ja, das alles führt dann doch dazu, dass die ganzen Trainingstouren, die ich so gemacht habe, irgendwie ja, nur halb so wertvoll sind. Und ja, genau. Und ich hatte halt viel zu viel Gepäck. Also ich habe so viel inzwischen nach Hause geschickt oder vorgeschickt. Die ganzen Luxury-Items, alle weg. Zusätzliche T-Shirt, Kindle, Fernglas, alle Compression-Bags, die ganzen Stoffsäcke, wo die Sachen drin verpackt sind. Alles nach Hause gegangen. Bestimmt 1 Kilo, zweieinhalb bis 3 Kilo bin ich nochmal losgeworden. Und bin super froh drüber. Ja, genau. Aber jetzt mal genug Geheule. Eigentlich ist es nämlich super cool und ich bin voll froh. Natürlich ein bisschen Sorge mit den Füßen, ob das nicht besser wird, was ich dann mache. Aber wollen wir erstmal nicht von reden. Wir machen jetzt Pause und dann ist es morgen wieder gut. Morgen soll es das erste Mal regnen. Bisher kein Regen. Voll gut. Super geiles Wetter. Mal unfassbar kalt. Auf 6000 Fuß war es dann ziemlich kalt und ziemlich windig, irgendwie 80 km/h Windböen. Erste Mal mein Zelt aufgebaut, so richtig mit dem Außenzelt.
Hatte vorher nur immer mit dem Netzzelt geschlafen, für einen freien Sternenhimmel, das ist ganz cool. Aber irgendwann, ja, für den Wind musste er logischerweise das richtige Zelt aufbauen. Das hat nicht so gut geklappt. Aber ich habe es überlebt, ich habe es geschafft, ein bisschen gefroren. Und ja, was gibt es sonst zu erzählen? Es ist krass, wie unfassbar unterschiedlich alles aussieht. Also jeden Tag läuft man irgendwie durch eine andere Klimazone, hätte ich bald gesagt, so durch ein anderes Land. Mal grüne Kuhwiesen, mal richtig felsige Berge, mal Blumenwiesen, mal wie in Oregon irgendwelche Bäume, weiß ich nicht, lustige Bäume und Bäche und Flüsse und alles dabei. Voll cool. Und Sternenhimmel nachts, unfassbar schön. Ich finde es so geil, dass ich bei meinem Zelt, bei dem Six Moon Designs Haven Kram, auch nur das Netzzelt quasi aufstellen kann. Dadurch gibt es mir halt die Möglichkeit, nachts am Sternenhimmel zu schlafen. Oder so wie heute, jetzt hier, ich komme mal kurz an dem vorbei, kann man das sehen? Nee. Doch, da hinten, da sind ganz viele Zelte. Jetzt habe ich halt nur das Tarp außen aufgebaut, weil es regnen soll heute Nacht. Und dann bin ich morgen, wenn ich denn los will, dann ist das innere Zelt zumindest dann auf jeden Fall trocken. Und der Untergrund ist hier sauber und von daher brauche ich das dann nicht. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Also mal ausprobieren, ne? Genau. Ja, hier in Warner Springs gibt es halt so ein bisschen Essen und Dusche und man kann Lebensmittel kaufen. Das ist tatsächlich auch alles, ehrlich gesagt, gar nicht so schwer. Also alle paar Tage gibt es irgendwo eine Stelle, wo man kaufen kann. Also mehr als 4 Tage Food, Essen braucht man eigentlich kaum mitnehmen. Wie gesagt, ich schleppe immer noch Sachen vom ersten Tag. Ja, das wird sich ändern. Wasser haben wir auch total Glück, weil es halt so viel geregnet hat, kurz bevor wir losgegangen sind. Bis zum letzten Tag, bevor es für uns losging, hat es halt jeden Tag geregnet und dementsprechend sind alle Flüsse voll und man braucht selten mehr als 1,5 Liter. Ich habe noch, glaube ich, noch nie mehr als 2,5 Liter mitgenommen an Wasser, weil halt, ne, 1 Liter Wasser ist 1 Kilo Gewicht wieder und dementsprechend ist natürlich super cool. Dann filtert man lieber ein paar Mal häufiger, als den ganzen Kram zu schleppen. Und genau, das ist etwas abnormal, aber sehr cool. Dafür ist natürlich viel Schnee leider noch in der Sierra. Wird sich zeigen, ob sich das. Von daher ist es gar nicht so schlimm, wenn ich heute mal einen Tag Pause mache, weil man kann in die Berge, in die richtig hohen Berge dann später, kann man eh noch nicht rein. Es liegt viel zu viel Schnee. Genau, ja, 100-Meilen-Marke schon geknackt. Gestern, glaube ich. Ja. Genau, gestern. Und das war natürlich mega Erfolg, total happy. Ich meine, es folgen jetzt nur noch 2500 irgendwas, aber 100 habe ich schon mal. Und irgendwas wollte ich noch erzählen. Achso, ja, jetzt Ausblick. Wo geht's jetzt lang? Ich bin, wie gesagt, in Warner Springs und dann geht's jetzt, das ist Meile 110. Und dann geht es jetzt bis Meile 150, wird es jetzt ein Stretch sein, ohne Stadt oder sonst was. Also 40 Meilen, ich schätze mal, naja, vielleicht eher 4 Tage wegen des Fußes. Und dann kommt man zu so einem Paradise Café und von da aus werde ich hitchhiken in die Stadt nach Idlewild und meine Microspecs holen. Die sie warten dort im Post Office und von da aus geht es dann wieder zurück zum Paradise Café, Meile 150 und dann geht es den ersten Schneeberg hoch, so Meile 170 glaube ich. Und dann ist die nächste Stadt, Big Bear City, Meile 270. Ja. So ungefähr. Ich glaube, ich habe dazwischen was vergessen. Meile 210 gibt es nochmal Essen zu kaufen in so einem kleinen Café, glaube ich. Irgendwas. Ja, mal gucken. Egal. Man guckt hier echt nur so von Waypoint to Waypoint. Von Wasser zu Wasser. Sozusagen. Aber das ist auch total angenehm. Ich muss mir da so ein bisschen in die Routinen entwickeln, was wo reinkommt und dass ich nicht mehr den ganzen Rucksack aus- und einpacken muss. Das nervt so ein bisschen. Es ist unfassbar, wie viel Zeit man doch verbringt. Morgens ich brauchte am Anfang über 1 Stunde. Inzwischen bin ich ja so bei 1/2 Stunde von zwischen Aufwachen und Loslaufen. Das ganze Zelt einpacken, Rucksack packen, Sachen schnappen. Ja.
ist ja dann halt jetzt immer noch mal so eine Viertelstunde Fußbandagier-Kram. Und ja, das ist natürlich so semi-geil. Aber toll, toll, das wird jetzt besser. Genau, und so, ihr habt meine Schnauze wahrscheinlich inzwischen satt. Die nächsten Updates gibt es dann vielleicht auch lieber beim Laufen, wenn man auch ein bisschen was sehen kann. Ich kann mal kurz ein bisschen in die Landschaft halten hier. Landschaft, Stromkasten. Ich meine, das dahinter. Dahinter sind Berge. Hier gibt es viele Berge. So viele Berge. Okay, ich hoffe, es geht allen gut und liebe Grüße.